Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Ach, es ist mir wieder eine große Freude. Hallo, liebe Martje. Hallo, lieber Stefan. Und vor allen Dingen auch hallo, liebe Tamara. Hallo, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, wir uns auch. Der aufmerksame Ich-Podcast-Zuhörer kennt dich schon von der Folge über Wegemut. Da haben wir auch ein ganz tolles Thema gehabt. Und heute sprechen wir mal über etwas anderes. Vielleicht, bevor wir anfangen, sei so lieb, stell dich nochmal ganz kurz vor. Für die, die die Episode nicht gehört haben, werden die natürlich verlinken, weil die auch super spannend war. Und dann sprechen wir über unser neues Thema heute. Super, genau. Ich bin Tamara. Ich komme aus Baden-Württemberg, ganz aus dem Süden. Das hört ihr bestimmt an meinem Dialekt. Ich bin 36 Jahre alt, bin von Beruf Sozialpädagogin und habe mich vor circa 1,5 Jahren selbstständig gemacht mit Wegemut. Also es lohnt sich auch, die Folge anzuhören, tatsächlich mit dem Ziel, mutig seinen eigenen Weg zu gehen. Und ein Thema davon wird einfach sein oder ist in meinem Leben die Gefühle und Umgang mit Gefühlen im Leben, so für Erwachsene, aber auch für Kinder. Genau, super. Und da, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ich weiß gar nicht, ob wir das in einer anderen Episode erwähnt haben, bestimmt, nämlich über die Ausbildung zum Flümer-Coach. Und ich beobachte das ja so aus der Ferne, wir haben ja nur sehr wenig Kontakt und bin immer voller Freude, wie du überall losziehst und die Flümer bekannt machst und in, korrigier mich gerne, und in Schulen, Kindergärten, Elternabende, wo auch immer, die Flümer an den Mann, an die Frau, an das Kind bringst. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Ja, erzähl mal so ein bisschen, war das richtig, was ich gesagt habe oder wo? Also vielleicht fangen wir nochmal vorne an. Wir haben zwar auch mal eine Episode mit der Nadine, die die Flümer in die Welt gebracht hat, gemacht, aber vielleicht magst du am Anfang nochmal so ein bisschen erzählen, was sind die Flümer, was hat es mit denen auf sich, bevor wir mal so ein bisschen in die, und das wird das Hauptthema sein, weil ich das so interessant finde, ich sage jetzt mal so die Flümer in die Welt bringen, in die Praxis bringen. Aber was sind überhaupt Flümer? Genau, also grundsätzlich hattest du recht. Ich bin sehr viel gebucht an Schulen. Da gehören sie meiner Meinung nach auch hin, wenn Kinder ab der Einschulung mit 6, 7 Jahren einfach immer mehr mit Gefühlen konfrontiert werden. Das heißt, ich werde viel von Schulen gebucht, um in der 1. bis 4. Klasse die Flümer einziehen zu lassen. Aber auch viel schon in Kindergärten, vor allem für das pädagogische Personal, um diese zu schulen. Wie kann man eigentlich mit Gefühlen umgehen? Gefühle ist so ein Alltagsthema und ich finde, man merkt schon, dass es immer mehr Thema wird, dass Kinder gefühlsstärker werden, beziehungsweise dass die Gefühle immer mehr präsent sind und teilweise auch unangenehme Gefühle, zum Beispiel die Wut, Wutausbrüche immer mehr an der Tagesordnung sind. Genau, was sind eigentlich die Flümer? Flümer sind die Gesichter der Gefühle. Das heißt, die sind ganz schön dargestellt in dem Flümer-Konzept, das eben von Nadine entwickelt wurde. Und ja, die sind sehr schön visuell gestaltet, sodass Kinder sich auch mit diesen Gefühlen identifizieren können und diese Gefühle dann einfach visuell auch sich vorstellen können, dass diese Gefühle sich im Körper bewegen. Vielleicht machen wir da gleich mal ein Beispiel. Du hast ja jetzt den Wilbert angesprochen, die Wut. Vielleicht kannst du dazu was erzählen, weil das ist ja, glaube ich, für viele Kinder, also die ich auch so habe in der Praxis und denen ich so begegne, das ist ein großes Thema aus meiner Sicht, die Wut. Ja, und wie kann man sich jetzt einfach mal als Beispiel das vorstellen? Was lernt da ein Kind oder wie ist das jetzt für das Kind? Das heißt, also ich bin wütend, okay. Wie geht's Genau. dir? Ja? Also Wut ist so das zentrale Thema, auch mein Thema gewesen. Das war der Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe. Ich persönlich hatte einfach auch ein paar ganz große Wutausbrüche und wusste nicht so recht, was kann ich eigentlich mit der Wut in meinem Körper machen, beziehungsweise was will sie mir sagen. Grundsätzlich können wir erkennen, dass wenn Gefühle sich zeigen, immer ein Bedürfnis dahinter steckt. Das heißt, was steckt eigentlich hinter der Wut? Warum zeigt sich die Wut jetzt in dem Moment, jetzt bei mir auch als Erwachsene oder auch bei den Kindern? Und die Wut zum Beispiel in dem Flümer-Konzept nennt sich Wilbert. Das heißt, die Flümer sind personifiziert, die haben einen Namen, die sehen ganz individuell aus. Die Wut ist rot, weil ganz oft Menschen die Wut auch mit der Farbe Rot identifizieren, würde ich jetzt mal sagen. Kann auch jeder mal ausprobieren, mal ein Kind fragen, welche Farbe hat denn die Wut? Also ziemlich wahrscheinlich, sagen fast alle Menschen, vielleicht auch Erwachsene,
Ja, die Wut scheint rot zu sein oder ist bei mir persönlich rot. Genau, also der wilbert, die Wut, hat rote Hörnchen, sieht ganz sympathisch aus, trotz dass er vielleicht ein unangenehm empfundenes Gefühl darstellt. Genau, hat rote Hörnchen und ja, zeigt sich doch recht stark im Körper. Das heißt, Wo wir zeigt sich das merken. meistens aus Erfahrung? Also ist es so, dass die meisten Menschen das an gleicher Stelle spüren im Körper, oder ist es aus deiner Erfahrung sehr unterschiedlich, dass der eine sagt, die Wut ist bei mir im kleinen Zeh, der nächste sagt in der Haarspitze, der übernächste sagt auf der Nase? Wie ist das so in der Praxis? Grundsätzlich ist es schon sehr individuell. Das heißt, jeder Mensch empfindet Wut woanders im Körper, wobei die Wut so ein starkes Gefühl ist. Man merkt es oft auch in den Fäusten, wenn Fäuste sich ballen oder wenn die Schulter sich so zusammenzieht und man merkt, dass der Körper sich einfach so ein bisschen verkrampft. Und Wut merkt man vielleicht oft auch im Kopf. Man bekommt ein rotes Gesicht, oder merkt es auch im Bauch. Es ist schon sehr individuell, wo sich die Wut zeigt. Ja, und fühlt auch tatsächlich jeder anders. So, und wie geht's? Also, jetzt bist du dann ja da, jetzt sagt das Kind, ich kann mir so vorstellen, in der Klasse, ja, ich bin ständig wütend, ja. Was soll ich denn jetzt machen, liebe Tamara? Ne? Jetzt weiß ich, okay, meine Wut, die heißt Wilbert. Ne, und? Ne? Genau, also grundsätzlich lohnt sich erstmal kennenzulernen, was sind eigentlich die Flümer. Die Flümer sind alle Gefühle oder viele Gefühle, die visualisiert sind. Und man geht davon aus, im Flümer-Konzept, dass alle Gefühle im Herz wohnen. Im Herz ist die Zentrale der Gefühle. So, da wohnen die. Und wenn die Wut ausbricht, geht man davon aus, dass die Wut rausgeht aus dem Haus, aus der Zentrale, aus dem Herzen und verteilt sich im Körper. Und dann macht es Sinn, das Kind mal zu fragen, ja, wo fühlst du denn deine Wut? Der Wilbert ist jetzt rausgegangen aus der Zentrale, der hat sich im Körper verteilt und wo steckt er denn gerade? Fühl da mal rein. Und dann wird das Kind sagen, entweder im Bauch oder in der Hand. Und dann kann man den auch ansprechen. Wilbert ist ja quasi ein Freund von mir. Alle Gefühle sind meine Freunde. Und dann fragt man den Wilbert, ja, was brauchst du denn? Was ist eigentlich gerade dein Bedürfnis? Das geht mit diesem Flümern ganz gut, immer tiefer zu fragen und bewusste, gezielte Fragen zu stellen. Was braucht denn deine Wut gerade? Wie groß ist sie? Wie fühlt sie sich eigentlich gerade zum Beispiel in deinem Bauch an? Und was braucht sie, damit es ihr besser geht? Oder was ist der Grund, warum sie sich gerade zeigt? Und so kann man gezielter immer näher rankommen, was steckt eigentlich da dahinter? Weil Wut ist so ein ganz großes, oberflächliches Gefühl. Aber wenn man tiefer schaut, steckt da oft was ganz anderes dahinter. Oft Traurigkeit oder auch eine Ohnmacht. Und wenn man das erkennt, was da quasi die Wurzel des Ursprungs ist quasi des Gefühls, dann kann man das auch viel besser bewältigen, anstatt immer diese Ursachen wegzufliegen. Genau. Das heißt also, was sind da so, du hast jetzt schon gesagt, Trauer, Ohnmacht, und was passiert denn dann so in aus deiner praktischen Erfahrung, was passiert denn dann gerade so bei Kindern, wenn die das erkennen? Also wenn die jetzt wirklich so sagen, ja, Tamara, stimmt, ich fühle mich ohnmächtig, ja? Der Wilbert fühlt sich komplett ohnmächtig. Deswegen ist der jetzt hier losgezogen, ja, und macht hier Radau, ne, in meinem Bauch als Beispiel. Was passiert dann so mit den Kindern? Was beobachtest du da so? Also ich mache ja viele Vorträge. Bei meinen Vorträgen sage ich auch immer, probiert es mal aus, ein Kind anzusprechen, oder ich rede jetzt von Kindern, aber es funktioniert auch bei Erwachsenen. Ja, boah, ich sehe, du bist richtig wütend. Was passiert denn dann? Dann macht der Körper erstmal so, ja, tatsächlich. Boah, ich bin erkannt worden, ich bin wütend, weil die Gefühle möchten gesehen werden. Und wenn wir es ansprechen, sage ich immer, geht schon ein bisschen der Wind aus den Segeln raus, weil das Gefühl erkannt wurde. Das heißt, das Kind oder der Erwachsene muss nicht mehr so kämpfen. Ich muss euch jetzt zeigen, ich bin wütend, sondern kann sagen, ja, genau, ich bin jetzt wütend. Und das macht schon ganz viel aus in der Heilung zu sagen, ich bin wütend, ich wurde erkannt und das darf jetzt auch erstmal da sein. Und dann kann das Kind ja reinfühlen, was steckt da dahinter? Was passiert? Das Gefühl ist erkannt, das war das Ziel Nummer eins. Und dann können wir gemeinsam schauen, was braucht das Kind, damit die Wut weggeht oder kleiner wird oder eigentlich zurück in die Zentrale gehen kann, in das Herz zurückgehen kann. Und diese Fragen, das machen dann aber die Lehrer, Erzieher, oder lernen die Kinder auch sich gegenseitig schon so die Fragen zu stellen? Also umso besser die Flümer im Alltag integriert sind, umso besser arbeiten Kinder auch mit diesen Flümern. Heißt, sie fangen schon an, als Sprachrohr diese Flümer zu nutzen. Aha, ich sehe bei dir gegenüber Kind A zu Kind B, ich sehe, der Wilbert ist bei dir gerade da. Das heißt, die Kinder erkennen sich gegenseitig schon, das sind gerade Gefühle da. Und das stärkt natürlich die Empathie, zu sagen, aha,
Mit dem Kind ist auch irgendein Flümer gerade unterwegs. Sei es die Wut oder die Traurigkeit oder eventuell auch eine Angst. Und so können Kinder auch drüber sprechen. Also die Flümer sehe ich auch ganz klar als Sprachrohr im Alltag, um drüber zu sprechen, was passiert denn eigentlich so im Alltag miteinander in Gruppen. Genau, und wenn die das dann so nutzen können, passiert einfach ganz viel. Erstens können sie drüber reden, viel einfacher, als zu sagen, ich bin wütend, weil und sagen, der Wilbert ist gerade da, helf mir zu erkennen, warum der sich gerade zeigt. Und es schafft einfach Toleranz und Empathie im sozialen Setting, also in Gruppen. Und dadurch wird das Miteinander schon deutlich einfacher. Und dann ist es ja sicherlich auch wiederum wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen. Denn wenn jetzt so ein Kind aus der Schule kommt und sagt, der Wilbert ist da, fragt man sich auch, Ja, siehst du Schwilbe. jetzt, ja, siehst du jetzt jemanden, den ich nicht sehe, oder was Ja, ist hier ja. gerade unterwegs? Ja. Genau, also das große Ziel von mir ist es, einfach in die Welt zu streuen, Kinder zu zeigen, dass es die gibt und wie sie mit denen arbeiten oder spielen können, vielmehr bei den Kindern, aber eben auch pädagogisches Personal zu schulen, sei es Erzieher oder auch Lehrer an Schulen, aber auch an Elternabenden die Eltern zu sagen, schaut es euch mal an, es ist ein super Konzept, was sehr gut, spielerisch leicht, funktioniert im Alltag. Es ist super schön gestaltet. Kinder haben da Spaß dran, aber auch die Eltern oder Erwachsenen und Pädagogen haben Spaß daran. Und das Ziel ist eigentlich schon, dass alle diese Flümer kennen, damit man so im Alltag gut miteinander umgehen kann. Sodass Eltern auch Kinder begleiten können, wenn die Mama holt ihr Kind ab vom Kindergarten und die Erzieherin sagt, ja, das scheint heute sehr viel Wut da gewesen sein, der Wilbert war da, und dann kann die Mama das Kind auch gezielt begleiten, zum Beispiel nachmittags nach dem Kindergarten. Genau. Wie ist da so bei dir das Setting, wenn du in Schulen gehst? Also bist du dann da einen Tag irgendwie, 2 Stunden oder kommst du dann über ein Schuljahr einmal die Woche 1 Stunde? Oder wie sind da so die, also das einfach Menschen, die das jetzt auch hören und vielleicht auch die Idee haben, okay, ich spreche mal Tamara an, die könnt ihr auch mal zu uns an die Schule kommen. Wie ist da so das typische Setting? Das ist ganz unterschiedlich, kann ganz individuell gestaltet werden. Ich bin zum Beispiel immer Mittwochnachmittags an einem Gymnasium in der 5. Klasse. Da kann ich hingehen, gehe ich wöchentlich hin. In der Regel werde ich aber gebucht, um die Flümer einzuführen in der Grundschule hauptsächlich oder auch in der 5. Klasse. Da komme ich circa 3 bis 4 Mal A2 Stunden, also jeweils eine Doppelstunde, damit der Fokus einfach auch drauf bleiben kann. Kann auch mehrere Stunden sein, wobei von der Erfahrung her macht es Sinn, immer Doppelstunden zu haben und eine Woche später nochmal zu kommen, damit sich das eben vertiefen kann. Und wie ist das dann, 5. Klasse? Da bin ich jetzt ganz neugierig. Da ist ja dann schon der ein oder andere, geht schon mal so in Richtung Pubertät. Ja. Und ist es dann für die, dass sie so sagen, jetzt kommt die Tante da und will uns was über irgendwelche lustigen Wesen da erzählen? Hör auf mir. Oder also wie kann ich mir das da so vorstellen? Das ist bestimmt auch tolle Erfahrung, oder? Ja, tatsächlich. Also Klasse 5 und 6 ist schon sehr spannend. Man kann das ja trotzdem ganz cool gestalten. Ich versuche das dann echt cool zu machen. Ich war vor kurzem erst an einem Gymnasium, auch 5. Klasse, fand ich total spannend. Da wurde ich gebucht, weil das Thema Sexualkunde gerade kommt in der Biologie, im Biologieunterricht. Und das Thema Scham eben so groß ist. Wie gehen wir eigentlich mit Scham um? Das Thema ist schambehaftet. Wie können wir das unterrichten, damit die Scham da nicht im Vordergrund steht? Und ich wurde da gebucht, ich glaube 3 oder 4 Stunden, weiß ich gar nicht mehr, um das Thema Scham und Gefühle eben mit diesen Kindern zu besprechen. Und konnte dann ganz Scham gibt es ja gezielt auch, ne, als Flümer, wenn ich mich nicht jetzt die total Scham täusche. gibt es auch, Suna, die Scham, genau, gibt es auch. Ja, und es war unglaublich spannend eben zu sagen, ja, Scham darf da sein. Scham ist ein angeborenes Gefühl, das wichtig ist für unseren Körper, damit wir unsere Grenzen wahren können oder sagen können, hey, hier ist gerade eine Grenze von mir erreicht. Oder auch zu sagen, okay, ich merke, im sozialen Setting ist hier irgendwas schiefgelaufen, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht oder was Blödes gesagt. Also ein ganz wichtiges Gefühl. Und so haben wir das uns erarbeitet. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr euch schämt? Wie kriegt ihr dieses Gefühl wieder raus aus dem Körper? Was könnt ihr dagegen tun? Und das war eben in der 5. Klasse und war unglaublich spannend, das mit den Kindern zusammen zu erarbeiten. Genau, ich habe nochmal einen Bericht aus der 5. Klasse. Ich fange oft an mit der Liebe. Die Liebe heißt Lisbeth. Und mein Konzept ist ein ganz anderes. Wenn ich eine 5. oder eine 6. Klasse mache, starte ich niemals mit der Liebe. Weil Liebe ist ja ein bisschen peinlich und Pubertät und so das Thema. Da fange ich dann eher mit, tatsächlich auch mit der Wut an. Wenn ich von Klasse 1 bis 4 mache, dann fange ich oft auch mit der Liebe an. Wie fühlt sich das eigentlich an im Körper? Wenn du ein Haustier hast, das du liebst oder auch generell, wenn du dich geborgen fühlst.
Und ab fünfter Klasse mit Pubertät ist die Liebe schon ein sehr schwieriges Thema zu thematisieren. Sehr spannend. Was mich auch nochmal interessieren würde, hast du gesagt, du bist gerade auf dem Gymnasium, wo du jede Woche vorbeikommst zu einer Doppelstunde. Was kann ich mir denn vorstellen, jetzt so als jemand, der vielleicht auch hört und sagt so, oder machen wir es mal ganz plump, was habe ich denn davon, wenn die Flümer da eingeführt sind in der Klasse? Was bringt es überhaupt, könnte ich jetzt so fragen. Was antwortest du diesen Menschen? Hat ganz viele Vorteile. Hauptsächlich geht es darum, wirklich mal eine Achtsamkeit im Körper zu bekommen. Was passiert eigentlich in meinem Körper so im Alltag? Wir haben so viele Gefühle, die wir jeden Tag durchlaufen, und oft passiert das so ganz unbewusst. Und das Ziel ist eigentlich schon, es immer mehr ins Bewusstsein zu rufen, zu sagen, ich fühle mich gerade gestresst, wie könnte ich die Entspannung dazu rufen? Oder ich habe gerade auch ganz viel Freude, fühlt sich gut an, macht die Freude mich aber nervös oder auch ein bisschen unruhig. Es geht darum, wirklich Achtsamkeit zu schulen. Was passiert jeden Tag in meinem Körper und welche Gefühle zeigen sich? Das heißt, mehr zu reflektieren, zu schauen, was ist denn da wirklich da? Und dann auch, wie kann ich damit umgehen? Also viele kennen vielleicht auch von ihren Kindern, wenn die auf den Kindergeburtstag eingeladen sind, ganz junge Kinder, dass sie so aufgeregt sind, so voller Freude sind, dass es aber auch schon wieder kippen kann in eine Situation, die dem Kind auch unangenehm ist, wenn es so nervös ist und so hippelig und aufgeregt ist, zu gucken, ah, guck mal, du freust dich gerade, die Freude ist da, aber da kommt auch die Aufregung dazu. Und was können wir jetzt machen, damit wir die 2 Stunden bis zum Kindergeburtstag jetzt noch aushalten? Und dann zu reflektieren, ja, wir könnten die Entspannung holen oder den Mut holen, damit das Kind sich auch traut, da heute Mittag alleine hinzugehen zu diesem Kindergeburtstag. Also es geht einfach darum, bewusster im Alltag mit all diesen Gefühlen zu sein, sie zu erkennen und die Gefühle auch gegenseitig zu rufen, damit die sich helfen können. Und was beobachtest du, also gerade wenn du über so eine Zeitspanne in der Klasse bist, vielleicht magst du das auch mal teilen, was beobachtest du so nach dem Motto vorher, nachher? Was passiert mit den Menschen, die da mit dir ein paar Wochen verbringen und einmal die Woche 2 Stunden dieses Blümer-Konzept kennenlernen? Also in erster Linie zeigt sich eine andere Art von Kommunikation. Auch das Flümer-Konzept ist basiert auf dieser gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, jedes Kind, jeder Erwachsene, egal wer, darf kommunizieren, was sich gerade zeigt. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn man mit der Ich-Botschaft redet, welches Gefühl zeigt sich gerade, ist das eine ganz andere Form von Kommunikation. Auch zu sagen, oh, ich merke gerade, meine Wut wird immer größer, weil irgendwas gerade passiert ist. Ein super gutes Phänomen, auch zu sagen, die Kommunikation untereinander, ja, darf viel bewusster stattfinden. Und das fördert natürlich wieder die Toleranz und auch die Empathie untereinander, wenn man sich gegenseitig verstehen kann und sagen kann, okay, tatsächlich sehe ich, habe dich gerade wütend gemacht. Was können wir jetzt mit der Wut machen? Wie kann die Wut los rauskommen? Oder was braucht die Wut jetzt einfach in dem Moment? Und dieses Miteinander wird einfach viel achtsamer. Und umso öfter man dieses Konzept auch anwendet, beziehungsweise das ist eigentlich so ein Lebenskonzept, man hat das irgendwann intus, man lebt es so, umso bewusster wird man einfach auch, was brauche ich jetzt gerade? Man wird selbstmächtig, also so Selbstermächtigung kommt da ganz hoch, zu sagen, okay, ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich traurig bin, wenn ich Angst habe. Ich weiß aber auch, was ich machen kann, um da wieder rauszukommen. Ich bin selbstmächtig. Selbstermächtigung ist auch einer dieser Werte, die da dazu gehört. Und das merkt man, dass Kinder immer selbstbewusster werden, auch zu sagen, okay, ich brauche jetzt kurz eine Auszeit, darf ich kurz rausgehen? Ist Es es ist denn ja da jetzt so, dass du, ach sonst, Martje. ein Konzept natürlich für Kinder, das kommt ja jetzt hier raus. So, du hast ja aber auch selbst vorhin gesagt, dass du auch Wilbert ganz gut kennst oder gekannt hast. Gibt es auch Angebote für Erwachsene oder würden jetzt Angebote sagen, ich fange doch nicht mit sowas an, ne? Mit so, wie auch immer, Wesen, Tierchen, keine Ahnung, wie ich sie jetzt nennen möchte, mit so Flühmann an. Also, also natürlich ist es für die Kinder super wichtig, das zu lernen, aber es ist ja auch eben, also fast jeder Erwachsene, den man so kennt, hat ja auch ein Thema mit Gefühlen und kann sich nicht richtig ausdrücken, kann Grenzen nicht kommunizieren, weiß nicht, was hinter dem Gefühl steckt, was sich jetzt gerade zeigt. Also gibt es das auch für Erwachsene?
Das ist die Frage. Tatsächlich, mein Angebot richtet sich auch an Erwachsene. Ich habe Flyer, da steht drauf, Gefühlscoaching für Kinder und Erwachsene. Wie gesagt, bei Kindern, vor allem bei sehr jungen Kindern, mache ich es im großen Setting, heißt im Kindergarten oder auch in Schulklassen. So ab dem 6., 7. Lebensjahr, je nachdem, wie weit die Kinder entwickelt sind, gehe ich mit dem Kind ins 1:1 Coaching, wenn die Eltern das möchten. Und das mache ich eben auch mit Erwachsenen. Das heißt, erwachsene Personen habe ich auch einige Male im Coaching, nicht ganz so oft, aber auch regelmäßig, dass Erwachsene zu mir ins 1:1 Coaching kommen, um eben zu schauen, was mache ich denn mit meiner Wut? Oder auch mit großen Ängsten zum Beispiel. Wie kann ich mit der Angst umgehen, die sich zeigt in der Form von einer Phobie oder auch eine Alltagsangst? Und die kann man sich auch sehr gut anschauen. Also mit Erwachsenen funktioniert das super gut. Jetzt ist meine Frage nochmal, kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Wut. Wie oder wie sind deine Erfahrungen da bei den auch gerade Kindern, die dann über die Wut in die Körperlichkeit gehen wollen? Also sprich, ich bin wütend, ich hau den jetzt weg. Ja, so. Wie sind da so deine Erfahrungen da mit den Flümern? Also die Frage ist ja, warum zeigt sich das so stark im Körper? Wenn das unreflektiert ist, kann es sein, dass Kinder schlagen oder auch anfangen mit Beißen, weil die Wut einfach raus muss. Wenn die Wut aber zum einen erstmal erkannt wird und auch da sein darf, ja, du darfst wütend sein, ich sehe, du bist wütend, hat man die Kinder auf einem ganz anderen Level erstmal. Und dann kann man ganz anders reflektieren oder auch sagen, was brauchst du gerade? Du kannst rausgehen, du darfst es körperlich ausleben. Was brauchst du gerade? Brauchst du Zeit für dich? Kann es sein, möchtest du eine Runde schaukeln gehen? Möchtest du eine Runde raus in den Garten? Vielleicht gehst du hier jetzt mal raus aus diesem Gruppensetting, guck mal, wie es dir geht alleine. Was brauchst du gerade? Und Kinder, die das körperlich ausleben möchten oder auch brauchen, es tut gut, das zu kanalisieren, dass es raus darf aus dem Körper, können ja auch eine Strategie finden oder wir finden mit dem Kind zusammen die Strategie, was brauchst du gerade? Brauchst du gerade Bewegung? Dann suchst du dir in der Form oder ich biete dir diese Form an von Bewegung. Was ich dabei erwähnen möchte, wir haben alle Strategien, vor allem in sozialen Gruppen, sei es im Kindergarten oder auch in Schulen, wir Pädagogen, wir Erwachsene, die sagen so, hier ist gerade eine Grenze erreicht, ein Kind hat sich so verhalten, was nicht geht, weil es eben zum Beispiel geschlagen hat. Dann wählen wir Strategien. Und diese Strategien, die wir in der Regel wählen, sind oft so, dass es die Wut nochmal schürt bei Kindern. Das sind oft Strategien, wo wir die Verbindung zum Kind eher kappen, anstatt die Verbindung aufzubauen. Und wenn wir uns bewusst sind, das ist auch ein Teil dieses Flümer-Konzepts, zu sagen, hey, überlegt euch mal, welche Strategien führen denn zur Verbindung, dass da nicht die Verbindung gekappt wird und man sagt, nee, du, zur Strafe gehst du jetzt raus oder du kriegst jetzt irgendeine Strafe, weil du das andere Kind gerade geschlagen hast, sondern wir schauen, was brauchst du gerade als Kind und was für eine Strategie können wir denn wählen? Oft nicht Ausgrenzung, Strafe oder Bestrafung oder sowas, sondern eher zu sagen, welches Bedürfnis steckt dahinter, es wird erkannt und zu gucken, welche Strategien können wir wählen. Ja, spannend. Ist es so, dass wenn du dann in so eine Schule gehst und vielleicht vorher nicht unbedingt so ein Elternabend oder so war, oder ist das, kannst du auch mal sagen, ob das immer zwingend davor war, hast du dann irgendwie was, was du den Schülern mitgibst, was ihren Eltern geben sollen zum Durchlesen oder dass die einfach auch eine Idee kriegen, was passiert da jetzt gerade? Also warum spricht er jetzt von Wilbert? Warum spricht er irgendwie von Lisbeth? Warum spricht er plötzlich von Frieda, der Freude und so? Oder wie gehst du damit um? Was hast du da so für eine Strategie? Also zum einen, wenn ich in Schulklassen gehe, informiere ich die Eltern vorab immer über einen Elternbrief, beziehungsweise gebe den Lehrern Infos, die sie bitte an die Eltern weitergeben, in Form von einem Elternbrief, einfach um zu sagen, falls eure Kinder eben über irgendwelche Namen oder Gefühle oder Gesichter sprechen, sind es eben die Flümer, die sind wirklich gut nachzulesen, auch im Internet bei der Homepage von der Nadine oder auch auf meiner Homepage. Und die Kinder kriegen ganz viel Material mit. Also sie kriegen Arbeitsblätter mit, wo die Flümer eben dargestellt sind, wo die Namen erklärt sind, wo man auch mitarbeiten kann. Arbeitsblätter zum Ausmalen, je nachdem, wie alt die Kinder sind, oder auch Übungen zum die Dankbarkeit zum Beispiel, zum Malen. Wie sieht denn eigentlich deine Dankbarkeit aus? Wie sieht deine Wut aus? Wie sieht dein Mut aus? Weil da möchte ich auch kurz erwähnen, dass das ein Beispiel ist, wie die Flümer hier dargestellt sind. Und wir sagen zu den Kindern immer, deine Wut kann anders aussehen. Deine Wut kann auch anders heißen. Das ist einfach nur bei mir heißt die Wut Wilbert. Wie heißt sie denn bei dir? Und da bekommen die Kinder ganz viel Material mit. Und das sage ich den Kindern auch immer. Habt ihr Geschwister oder eure Eltern? Zeigt es denen auch. Die sind so toll, die Flümer. Die müssen
alle kennenlernen und zeigt sie dann euren Freunden, euren Eltern, euren Geschwistern, damit die die alle auch kennen. Und so hoffe ich tatsächlich, dass die Flümer in dem Moment auch zu Hause einziehen und dass die Kommunikation über die Gefühle auch zu Hause mit den Eltern stattfinden kann. Wie sind deine Erfahrungen mit der Flümerfibel? So anbeigemerkt, das ist eins der Bücher, die Nadine geschrieben hat, die man auch überall kaufen kann, was ich persönlich sehr toll finde, was ich auch manchen Eltern empfehle einfach. Wie sind deine persönlichen Erfahrungen damit? Also die Flümerfibel ist die Grundlage, die gibt es in jedem Buchhandel oder auch auf Amazon überall zu kaufen. Und ich finde, dass man, wenn man nur dieses Buch hat, unglaublich viel arbeiten kann damit. Dort sind alle Gefühle detailliert beschrieben, aber auch ganz viele Infos zum, wie kann man es im Alltag einsetzen. Es gibt auch dieses Tapping, kann ich im Körper zum Beispiel den Mut verankern, damit ich dann immer ganz einfach rufen kann. Ich finde diese Flümerfibel unglaublich gut und so weitreichend, was man nur mit diesem Buch alles machen kann im Alltag, weil da so viel Input drin steht. Die ersten Seiten sind gezielt auch an die Eltern. Was sind Gefühle? Wie kann man mit Gefühlen umgehen? Und dann werden eben alle einzelnen Flümern detailliert erklärt, eben auch mit praktischen Tipps, wie man die rufen kann, wie man es im Alltag nutzen kann. Also die Flümerfibel halte ich als Grundlage für die Flümer. Super wichtig und auch unglaublich wertvoll. Reicht eigentlich fast schon, dieses Buch zu besitzen. Mit viel Kreativität kann man da unglaublich viel rausziehen daraus. Ja, ist auch so meine Erfahrung. Also, wenn ich das empfehle und die nutzen das und kaufen sich das, dann lesen das und auch mit den Kindern und Jugendlichen zusammen, ne, finde ich halt auch ganz, ganz toll. Ja. Genau. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Bist du denn auf der ganzen Welt aktiv oder in ganz Deutschland oder in welchem Umkreis? Also, wenn jetzt Menschen hören dieses hier und sagen so: Oh, die Tamara, die brauche ich auch dringend an unserer Schule. Oder vielleicht auch in unserer Firma, weil in unserer Firma ist auch ganz viel mit Gefühlen. Die Frau Meier, die haut immer die Frau Peter und was weiß ich oder so. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Geschichte. Erzähl mal dazu was. Wenn ich persönlich an Schulen gehe und Elternabend halte, macht es natürlich schon Sinn, im Süden Baden-Württembergs zu bleiben. Da ist mein Radius recht groß, da fahre ich überall hin, das ist gar kein Thema. Weil es eben schon wichtig ist, in die Klassen persönlich reinzugehen und auch die Elternabende zu halten. Wobei ich dazu sagen kann, wir haben mittlerweile eine riesen Plattform an Flümer-Coaches deutschlandweit, aber auch in Österreich und der Schweiz. Da lohnt es sich auch mal vorbeizuschauen. Auf der Homepage von Nadine sind alle Flümer-Coaches genannt, wo sie zu finden sind. Und mittlerweile sind wir echt einige, die sich deutschlandweit erstrecken. Und da kann ich auch jede Kollegin oder Kollegen von mir empfehlen, sich da hinzuwenden. Wenn es ums Online-Coaching geht, also bei Erwachsenen, 1-zu-1-Coaching, kann ich das gern online auch anbieten, über Zoom. Von dem her kann ich das auch weltweit machen, wo auch immer ich gebucht werde. Sehr schön. Oh, dann sag noch mal ganz kurz, wir werden das auch alles verlinken, wo wir dich finden. Also meine Homepage ist wgmut-coaching.de. Dort bin ich zu finden und auch auf Instagram unter meinem Account wgmut. Sehr schön. Sehr cool. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen, was du aber jetzt aus deiner großen Erfahrung noch gern mitteilen würdest, liebe Tamara, oder sagen würdest? Also ich finde die Flümer auf jeden Fall so grandios und möchte, dass sie sich in der ganzen Welt verteilen. Und es lohnt sich wirklich, sich die Flümer mal anzuschauen und aktiv auch mit diesen Flümern zu arbeiten. Oft fragen Kinder beziehungsweise die Eltern von Kindergartenkindern, so muss ich sagen, ab wann fängt man denn an, zum Beispiel über die Flümer zu sprechen? Und da sage ich, es kann nicht früh genug anfangen, eben dieses Buch, die Flümerfibel, zum Beispiel am Bett abends rauszuholen, als Vorlesegeschichte zu reflektieren bei dem zweijährigen Kind, dreijährigen Kind. Was war denn heute so da? Oder auch die Eltern können sagen, ja, ich war heute auch ein bisschen wütend oder ich habe heute das und das Gefühl gehabt. Und umso älter die Kinder werden, ab dem 6., 7. Lebensjahr, macht es auch Sinn, wirklich detailliert zu schauen, was steckt denn da dahinter. Und Kinder können dann auch selber reflektieren, was im Körper so abgeht. Das heißt, man kann nie früh genug anfangen, das Thema Gefühle in den Alltag der Kinder einzubauen. Jetzt habe ich dadurch, jetzt ist mir noch eine Frage gekommen, weil ich glaube, das sehe ich immer wieder bei Kindern. Wie sind denn deine Erfahrungen bei so schüchternen, ängstlichen Kindern, also die sich nicht trauen, irgendwo hinzugehen, die sich nicht trauen, irgendwo im Unterricht die Hand zu heben und so weiter und so fort? Wie sind da so die Erfahrungen? Und was kannst du da vielleicht auch nochmal ein, zwei Tipps mitgeben? Was können Eltern da machen, damit sich das positiv verändert? Denn da stecken ja auch Gefühle dahinter, logischerweise.
Absolut. Also meiner Meinung nach sind Kinder, die sehr ruhig und schüchtern sind, oft auch die, die oft untergehen. Und eigentlich auch ganz spannend, diese Kinder mal wirklich auch bewusst anzuschauen, zu sagen, okay, schauen wir mal, was da dahinter steckt. Weil Schüchternheit oder auch ängstliche Kinder fallen einfach im Alltag nicht so auf. Und ich habe da echt positive Erfahrungen gemacht, auch im 1-zu-1-Coaching mit den Kindern dann alleine zu arbeiten, weil sie sich oft nicht trauen, im Klassensetting was zu sagen oder da wirklich sehr schüchtern sind, mit den Kindern einzeln zu arbeiten und dann zu sagen, es gibt eben verschiedene Flümer und da kommt zum Beispiel der Mut auch, Mats, der Mut ans Tageslicht zu sagen, hey, wenn du so schüchtern bist und dich nicht traust, kannst du dir deinen Mut rufen. Du kannst dir deinen Mut dazu holen, so bist du nicht alleine. Du kannst einen Freund rufen, Mats, den Mut, und mit Mut kommst du einfach besser durch den Alltag. Ich hatte zum Beispiel mal ein Kind, das sich nicht mehr getraut hat, alleine zu Oma zu gehen, obwohl das auch das Nachbarhaus war und dort alleine zu übernachten, weil der große Bruder jetzt nicht mehr dabei ist, weil er auf einer weiterführenden Schule war. Und das Mädchen wollte einfach nicht mehr zu Oma, weil sie gesagt hat, oh, das ist so weit weg, ich fühle mich so alleine. Und dann habe ich den Mädchen quasi alle Flümer gezeigt. Und wir hatten den Mut, wir haben den Mut dann auf so einen kleinen Stein gemalt, Mats den Mut, auf einen Stein draufgemalt. Und das Kind konnte diesen Mut in der Hosentasche mit sich tragen und war quasi gar nicht alleine, als es zu Oma ging. Weil dann war das Mädchen mit dem Mut zusammen und ging dann zu zweit sozusagen zu Oma. Und das konnte man natürlich in alle Richtungen ausdehnen. Man konnte die Sicherheit noch zurufen oder auch die Freude. Und so hat das Kind gemerkt, ich bin nicht mehr alleine, sondern die Gefühle sind ja da. Und es hat so gut funktioniert, dass das Kind so immer mehr geschafft hat, über die Ängste hinwegzugehen und mutiger zu werden. Sehr schön. Gibt es denn viele, die, oder so als Idee gibt es Menschen wahrscheinlich, die einfach das in einem Klassenverband oder so kennenlernen und wo dann die Eltern sagen, oh, für mein Kind wäre vielleicht gibt es auch noch ein 1 zu 1, also die dann wirklich so aus diesem Setting heraus mit dem Vorwissen auch schon nochmal zu dir kommen? Absolut. Also das kommt ganz oft vor, dass dann 1-zu-1-Coachings gebucht werden, wenn Kinder die Gefühle kennengelernt haben, oder auch andersrum, dass eine Mutter mich findet über meine Homepage und das dann bucht und dann bringt es in die Klasse mit und die Klasse bucht mich dann. Also das ist, man muss eigentlich gar nicht so viel Werbung machen, weil eben dieses Thema Gefühle so im Alltag präsent ist. Genau, und das spricht sich dann rum, weil es eben wirklich super funktioniert und die Eltern da auch selbst ermächtigt werden, mit den Kindern zu arbeiten. Es tut total weh zu sehen, wenn ein eigenes Kind so wütend ist oder auch so ängstlich ist. Und es tut irgendwie gut, was an der Hand zu haben, was wirklich funktioniert und im Alltag auch einfach so ohne viel Arbeit, ohne stundenlang hinsitzen, einfach integriert werden kann. Also es spricht sich wirklich immer weiter rum. Es kommen immer mehr Eltern auf mich zu, die mal in einem Elternabend waren oder die Kinder haben es kennengelernt in einem Klassensetting. So spricht sich das immer weiter rum und wird immer mehr Publik und umso mehr werde ich auch gebucht tatsächlich. Sehr schön. Super. Tausend Dank, Martje. Noch eine Ja, Frage? nee, keine Frage. Ich werde mir jetzt, glaube ich, gleich Enya rufen, um mich ein bisschen zu begleiten. Ja, die Entspannung, gute Ja. Idee. Ja. Sehr schön. Dann tausend Dank. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wir haben viel über Gefühle gelernt. Bitte an alle, die das hier sehen, hören, teilt das, weil ich glaube, das ist auch ein so, gerade heutzutage, und es wird immer wichtiger, ein so wichtiger Beitrag für, überhaupt für unsere Gesellschaft, für die Menschheit, für unser Zusammensein, Zusammenleben, mit Gefühlen gut klarzukommen und über Gefühle sprechen zu können und sie fühlen zu können. Super wichtig. Toll. Schön, dass du so eine tolle Arbeit machst. Freut mich. Tausend Vielen Dank, Dank. liebe Tamara. Und wie gesagt, verbreitet das gerne, dass ganz viele in Schulen auch gehen von, also Tamara und ihre Kolleginnen und Kollegen. Ich werde auch gleich mal gucken, wie da gerade der aktuelle Stand ist, denn ich weiß, als wir damals begonnen haben, da war das ja eher ganz wenig. Da waren noch zwei Kolleginnen, glaube ich, in Berlin oder so, erinnere ich mich. Ne? Und ansonsten weiß gar nicht, wo die anderen waren, aber es war ja nicht so riesig. Wir waren irgendwie 10 in der Klasse und ich weiß gar nicht, ob alle fertig, ob alle, also als ich damals, also alle waren, glaube ich, gar nicht fertig geworden oder so, ne? Aber schön, wenn du sagst, da werde ich gleich mal gucken auf die Webseite, dass das jetzt so viele sind. Also schaut mal, dass es in die Schulen kommt. Wenn ihr ein Schulkind habt, guckt mal, ob da irgendwas geht. Super wichtig. Gut, dann vielen Dank. Bis zur nächsten Podcast-Episode. Wer weiß, vielleicht auch mal wieder mit Tamara.
würde mich sehr freuen. Fröhliche Grüße und ja, bis dann. Tschüss. gerne. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.